Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FeedTheBeast Continuum. Jetzt höre ich mich gar nicht. Irgendwie ist mein Audio-Interface total verstellt. Und ich weiß nicht warum. Irgendwie höre ich mich nur total dumpf selber. Naja, vielleicht habe ich auch irgendwas mit den Ohren. So, wir wollen heute mal uns mit den Bienen nochmal so ein bisschen beschäftigen und mit den Bienenprodukten. Also wenn ihr seht, ich habe hier schon mal wieder jede Menge neue Bienen gemacht. Und ja, also eine der neuen, ich denke mal, wir fangen hier einmal an, ist die Diamanti Queen. Die macht mir hier Diamond Nuggets. Die ist noch nicht ganz so lange da, deswegen auch noch nicht so viel Ertrag. Die Sternum, die macht mir hier Tin Nuggets. Die Devil ist zum Weiterentwickeln im Prinzip gedacht gewesen. Die macht jetzt nichts Besonderes. Hier habe ich die Miner Queen. Und die sammelt mir hier Rohstoffe. Uranium, schön. Kupfer. Ordentlich Eisen. Ja, ist nicht schlimm. Nicht schlecht. Und hier, was habe ich hier nicht? Die Plumbum. Okay, jetzt will gerade der Server nicht. Ah, jetzt. Die sammelt mir LED Nuggets. Dann habe ich hier drüben noch. Jetzt muss ich mal gucken, wo die ist hier. Hier die Honey Smelter Queen. Die macht im Prinzip. Wir machen mal so folgendes: Wir holen mal ein bisschen Eisen. Hauen das mal auf diesen Flower Pedestal. Und irgendwie ist das total ätzend, dass ich mich kaum selber höre. Irgendwie. Hallo? Irgendwie. Keine Ahnung, spinnt mein Audio-Interface. Ich weiß auch nicht. Das dauert jetzt ein ganz kleines Moment. Na gut, okay. Da kommt dieses Honeycomb-Ingot raus. Und ja, damit wollen wir jetzt noch mal ein bisschen was craften. Zip das mal weg hier. Also, damit kann man im Prinzip eine Rüstung bauen. Ich mach die mal komplett. So, Schuhe gibt es auch noch. Und dann noch die Hose. Zack. Und da kann man das Ganze einfach mal hier so zack, zack, zack anziehen. Und ja, guten Tag. Ich bin Bullgaming, die Biene. Jo. F5, genau. So, jetzt kann ich natürlich nicht mehr fliegen, weil kein Jetpack und so. Bumm. Was das Ding aber noch kann, und das ist eigentlich das Coole an der ganzen Geschichte, ist die BB-Gun. Die BB-Gun kann im Prinzip, ja, ist eine Gun, kann schießen. Und ich brauchte dafür nochmal einen Bottler. Ja, schnell und easy gebaut. Dann braucht der Strom. Ja, der braucht F. Okay. Würdest du da bitte... ist ja hier an der Stelle blöd. Irgendwie habe ich keinen Sound. Kann das sein?
Ich mache mal kurz einen Cut. Ich starte mal eben das Spiel und meinen Rechner neu und dann bin ich gleich wieder da. Irgendwie ist der Sound gerade hier. Irgendwie ist das total alles komisch. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Sound ist wieder alles da. Jawohl, hört sich alles gut an. Ich habe mir gerade so überlegt, wo in der Zeit, wo das Game neu gestartet ist. Ich baue den Bottler oben mit in das Labor. Und zwar hier in den Bienenbereich. Und zwar, warte mal, wo kommt denn das Stromkabel? Das fängt hier an. Wenn ich das jetzt hier so weiterziehe. Zack, zack, zack. Hier drunter durch. Ja, könnte man machen. So. Okay, ich brauche noch mehr von diesen Laboratory-Blocks. Ich sollte unbedingt mal dieses Wireless-Device bauen, oder? Was haltet ihr davon? Ich glaube, es wird mal langsam Zeit. Diese Hin- und Her-Rennerei, die ist doch ätzend. So, da machen wir das hier nochmal mit weg. Zack, zack, zack. Jo. Genau, dann können wir den hier schön einfach mal aufkloppen hier alles. So. Und da unten da die Bodenblöcke rein, die da reingehören. Zack, zack, zack. Na. Genau. So, und den Bottler würde ich dann tatsächlich vielleicht hier so um die Ecke bauen. Da, da. Zack, zack. Ja. Und dann die drei da unten noch rein. Zack, zack, zack. Jawohl, sieht das gut aus. Habe ich welche von den Kabeln zufällig in der Tasche? Einfach mal hier so mit reinlegen, weil ich einfach weiß, dass dann noch weitere Maschinen dazu kommen. Jetzt brauche ich wieder dieses Vibrant Quartz Glass Cover. Gucken wir gleich, ob wir davon noch mal welche haben. Vibrant hier 39. Die baut man übrigens hier mit diesem Structural LED Duct. Ihr wisst, was ich meine. So, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, da und da. Ich habe keine Ahnung, warum das hier manchmal so schattig ist. Aber ganz ehrlich, es stört mich nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde das sogar cool. So, ich nehme an, da in die Ecke wird sowieso keine Maschine kommen. Dann hauen wir mal den Bottler hier drauf. Einmal hier da so hin. Genau, Strom ist da. Dann braucht das ganze Ding ein wenig Honig. Und natürlich noch mit so einem Fluid-Dingsbums. Mal wieder verkehrt rum. Hä? Moment.
Hä? Bibi. Ja, die muss in den Butler. Mit Honey. Aber warum geht in den Butler, in den Butler kein Honey? Hab ich schon wieder... Ja, klar. Honey. Perfekt. Aber der Honig haut irgendwo ab. Oder... ...150 Millibuckets sind drin. Wir versuchen das mal von oben. Was passiert hier? Geht das hier in die... Aber die können doch nur Items leiten, ne? Items and Redstone Flux. Wo zur Hölle? Okay, ich würde mal behaupten, das funktioniert so nicht. Give me a Eimer. A bucket, please. Dann füllen wir das Ganze halt von Hand. Meine Güte. Ich meine, wir können da ja auch nochmal so ein Dings daneben stellen. So, Honig. Würdest du dich hier bitte... Hä? Warum? Ja, schön. Show Recept. Progress 1%. Hä? Warum? Warum funktioniert das nicht? Okay, wenn der nicht will, dann probieren wir das anders. Ist ja kein Problem. Jetzt hat der natürlich noch Liquid XP dann drin. So, blau bitte Output. Nee. Verdammte Scheiße hier. Was ist denn das hier heute? Bestimmt auch noch kaputt gegangen, ne? Nee. Zum Glück nicht. So. Okay. Wir nehmen Honig. Wir nehmen einen Eimer.
Wir machen die Honig da rein. So, nehmen wir die Bibi-Gun. Geh auf, du. Und fill it, please. Danke. Meine Güte, das ist ja eine schwere Geburt, ey. So. Alt. Zack. Okay. So, was kann diese Gun jetzt Gutes tun? Wir räumen mal ein bisschen auf hier. So, mal hier Rucksack raus. So, einmal weg. Das kann da auch nochmal mit rein. Die hier, da auch. Die könnten wir eventuell öfters mal gebrauchen. Oh, hier Stein weg und das weg und das weg. Und das weg und hier, die kommen wir da auch mal mit rein. Habe ich jetzt hier noch einen Platz frei oder ist der mittlerweile jetzt komplett voll? Ja, hier kommen Rüstung raus. Und die dann da rein. Zumindest die kann weg, die kommt in den Rucksack. Wer weiß, wofür es gut ist. So, okay. Wir waren bei der BB-Gun. Und zwar habe ich hier eine Assassin's Queen. Wir können jetzt mit Shift-Right-Click eine Biene hier reintun. Und dann können wir hier... irgendwie konnte man das... Ja, das sieht man jetzt hier wahrscheinlich nicht. Muss ich gucken. Ah, hier so. Shift und scrollen. Dann kann ich die anwählen. Und die macht jetzt Folgendes. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine weitere Biene herstellen wollen. Und zwar, ich habe da so an die... Mal gucken. Dex Collector gedacht. Die brauchen eine Police Princess und eine Thief. Die Thief mache ich mit der Police Princess und der Sinister. Und also brauche ich zwei Polices. Ich nehme mal hier ein paar Police raus. Dann nehmen wir mal hier so, was ich ganz gern nehme. Hier sind so Meadows. Bienchens. Dann machen wir die hier rein. Und dann schießen wir hier drauf. Und achso, zack, fertig, nochmal, zack, achso, der muss erst fertig werden oben, so, zack, und can't work, fertig. So, jetzt habe ich hier schon mal eine Police, die können wir mal alle hier rausnehmen. Jetzt gucken wir mal, ist das eine reinrassige Police? Jawohl, das ist gut. Achso, ich sollte die da auch schon mal wieder rausholen. Dann haben wir gesehen, ich brauche noch eine Police. Dann machen wir das Ganze nochmal. Zack, das Ganze wird umgewandelt. Wir schießen einmal mit der BB-Gun und bam, fertig. Komm, nochmal, weil es so schön war. Ach, ich sollte immer erstmal warten, bis sie umgewandelt ist. Bam und fertig. Sehr schön, das hat auch schon mal gut geklappt hier. Ja, zweimal Ryan Russig Police. Okay, dann nehmen wir die hier raus. Die brauche ich so jetzt nicht. Tax Collector, Thief mit Police, mit Sinister ergibt Thief. Sinister haben wir da. Und die Thief, kann man die noch für irgendwas anderes benutzen? Für die Tax Collector und für die Police. Was macht die? Die macht eine NCA Queen. Was macht die? Gar nichts. Okay, dann brauchen wir die erstmal nicht, denke ich mal. Dann können wir die beide direkt umcraften zu dem, was wir haben wollen. Das heißt, wir gehen hoch. Wenn die in der Tür verstecken würde. An unserem mutanten Drohnen. Eine Police mit einer Sinister ergibt eine Thief. Und wenn ich jetzt hier ein Dings hätte, ein Apiary, so, einmal die da rein. Was hat die hier? Not Nighttime. Die muss bei
Wow. Okay. Wir nehmen den mal mit hier. Vielleicht geht das, wenn ich das hier unten mache. Ah, jetzt ist es hier. Es geht natürlich gar nicht. Und damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wuhu. Zack, einmal wieder hier hin und dann stellen wir das Ding hier wieder auf. Rup. No Flower. Habe ich die ganzen Blumen weggehauen? Tatsache, hier sind alle Blumen weg. Macht das die Minerbienen? Sammelt mir die Miner hier die Blumen weg? Das war Canola, ne? Ja. Komm weg. Zack, zack. Warum sammeln wir mal ein paar Blümchens ein hier? So, so. So, so. Bing, bing, bing. Bam, bam. Und dann hier machen wir ein paar Büschel. Was weiß es noch zwischen so. Ich weiß, hier hinten war alles voll mit Blumen. Hm. Okay. Gut, jetzt müssen wir warten, dass es dunkel wird. Wo ist die Sonne? Ach, Mann. Das war eine Brotdose. Da. Einmal hochgehen und dann machen wir mal hier den ganzen Kram mal hier zu Bienenmatsche. Die Princess natürlich nicht, sonst haben wir genau. Egal. So, wird es jetzt hier langsam mal dunkel? Ja, das sieht doch gut aus. So langsam aber sicher. Wir machen uns bereit zu schießen. Ja, da ist es. Bam. Pop. Und fertig. Eine Thief Drone. Ich brauche die Drohne. Die Princess. Die hier mal raus. Die kommt da mit rein und dann machen wir hier mal so. Dann kann die hier noch ein paar Runden im Kreis laufen, weil dann habe ich von jedem immer mal ein bisschen irgendwas da. Wer weiß, wofür es noch gut ist. Ich meine, wahrscheinlich ist das total übertrieben, was ich hier mache. Aber Arscholeco. So. Dann machen wir die und die und mach die Tax Collector. Bam. Und die. Mal gucken. Genau, hat auch keinen weiteren Sinn, außer dass ich sie in die BB-Gun mitschmeiße. Tipp, tipp, tipp. Und das Ding macht jetzt Folgendes. Suchen wir uns mal. Oh ja, hier so ein Enderman vielleicht. Zack. Seht ihr das? Zombie da.
Jesus, der macht den Schaden, die Biene, und sammelt von den Mob-Drops. Zack. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel beigehen. Erstmal mache ich meine Taschen leer. Erstmal hier Enderperlen weg. Und hier das Rotten Flash weg. Die hauen wir jetzt gleich noch mit in den Mülleimer. Zip. Zack. So, und dann bräuchte ich nämlich mal meinen Rucksack. Ein Bucket. Einmal was zu essen. Ja, komm schon. Ja, man merkt, hier ist der Soundmuffler, ne? So, dann nehmen wir unseren Eimer. Hier habe ich ja dieses das Iron Rum mit dem Liquid Meat. Und Pink Slime ist voll. Nehmen wir einen Eimer da raus. Und Pink Slime hat die Eigenschaft, wenn man das droppt, so, dann kommt da irgendwann so ein little Slime raus. Das läuft aber weit. Irgendwann. Hallo, Mr. Pink Slime. Kommen Sie. Und das gibt einen Effekt. Glowing. Oh, cool. Leuchten. Grr. Hallo. Muss das dunkel dafür sein, damit die spawnen? Ich glaube nicht, oder? Ah, nee, da, gucke. Da ist der pinke Slime. Jetzt können wir hier schön mit der Text Collector drauf ballern. Bing, 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 bing. Bam, 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 bam. Wir können so ganz gemütlich aus einem Pink Slime ganz viele Pink Slime Balls sammeln. Hier, guck mal. Bam, 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 bam. Also irgendwie ist das total cheaty, oder? Wieder welche und wieder welche und wieder welche und nochmal. Zack, gleich haben wir ein Stack voll. Zack. Ganz easy. In kürzester Zeit ein Stack. Pink Slime. Plop, 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 plop. Leider kann man, aber das wäre dann wahrscheinlich so richtig cheaty, kann man damit keinen Wither abfarmen. Das wäre natürlich richtig nice. Dann würde man sich irgendwo einen hinsetzen und dann würde ich da mich eine Stunde hinsetzen und Nether Stars farmen. Zack und tschüss. Ja, ein Stack. Pink Slime. Richtig nice. Hopp. Und ja, damit können wir dann so richtig geile Sachen machen. White Laser Lens, Red Laser Lens, LED. Hier noch mehr Laser Lenses. Fluid Sieving Machine. Was auch immer die macht.
Material Stonework Factory. Yeah, das ist ein Item, was ich unbedingt haben will. Schwämme können wir machen. Jede Menge. Line. Okay, wozu auch immer diese. Ist irgendwie Open Blocks, da kann man Brillen mitmachen. Okay. Eine Diskette. Steve Cards. Packing Tape. Tracker. Wireless Redstone. CBE. Aha, okay. Anchorplatten. Dark Utils. Lortec. Dwindle Cream. Sneaky Block. Dark Sugar. Soul Sand kann man da mitmachen. Cool. Anti-Slime Block. Flop. Was macht man mit dem Flop? Okay, die kann man füllen. Oh, Vector Plates kann man damit machen. Cool. Ja, also Pink Slime, auf jeden Fall die Stoneworks Factory, eins der nächsten Zeit. Entschuldigung. Ja, eins der nächsten Ziele, auf jeden Fall, hundertprozentig. Vielleicht schon ja, das Ziel für die nächste Folge. Und ja, ich würde sagen, neue Rüstung am Start, neue Gun am Start, die BB Gun. Richtig nice. Also damit können wir dann, lässt es sich gut Bienen weiter züchten. Es gibt noch ein paar, die ich so haben möchte. Und ja, das wird schon ganz cool. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich bin raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, auch wenn es heute mal so eine, ja, etwas andere Folge wieder mal war. Ein bisschen mal Bienen rumgemache und so. Naja. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst es mir da. Zeigt mir ein Däumchen nach oben. Und ja, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Feed the Beast Continuum mit euer Bully Biene. Bis dahin, ciao und tschüss.